Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Heute wieder zu Gast Robert Miesig. Hallo. Hallo. Und Andreas Mölzer. Hallo. Schönen guten Abend. Starten wir mit der aktuellen Lockdown-Diskussion. Gerade heute hat wieder ein Gipfeltreffen im Kanzleramt stattgefunden mit Experten, mit Landeshauptleuten, mit den Oppositionschefs, wo man die Zahlen evaluieren will. Jetzt sind wir heute zum ersten Mal seit dem Lockdown, muss man sagen, bei 1.000 Neuinfektionen. Nach dem Wochenende weniger Tests, wissen wir eh, aber es ist zumindest mal ein Wert, den wir eigentlich irgendwie seit Monaten angepeilt haben. Dennoch diskutieren derzeit alle eher darüber, wie lange wir noch zuhaben und nicht, wann wir öffnen. Müssen wir uns darauf einstellen, dass der Lockdown verlängert wird? Naja, ich glaube, erstens mal, glaube ich, gibt es nicht nur zwei Möglichkeiten, zu sagen, wir tragen alles zu und wir bleiben da, wo wir jetzt sind. Und die andere Möglichkeit, wir machen alles auf. Wenn man, es gibt diesen schönen Spruch, wenn du nur zwei Optionen am Tisch hast, dann wirf den Tisch am besten um. Es gibt ja auch noch die dritte Option, nämlich die, dass man sich überlegt, endlich mal, mit welchen Maßnahmen man öffnen könnte und wo man öffnen könnte. Ich meine, ich sage das jetzt schon seit Wochen und die Regierung und die Opposition sagt das auch, nur es wird eigentlich nichts vorbereitet oder nicht ausreichend vorbereitet, dass du mit den neuen Antigentests, die wirklich jeder machen kannst, dir natürlich überlegen kannst, können wir die Gastronomie öffnen? Können wir im Handel etwas tun? Wie schaut es in den Schulen aus? Natürlich sind das alles unterschiedliche Situationen. In der Schule sind 20 Leute und Lehrer lange Zeit in einem Raum. Im Handel gehst nur kurz rein, in der Gastronomie bleibst lang sitzen. Das sind unterschiedliche Situationen, aber dafür könnte man sich etwas überlegen. Und dann, ich glaube, das verstehen die Menschen auch sehr gut, ja, ich meine, die Leute sind ja vernünftig, dann kannst du etwas versuchen. Und versuchen heißt auch, dass du herausfinden wirst, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Dann kannst du wieder zurückgehen. Ja? Aber dass man da mal eine andere Form versucht und schaut, was können wir uns leisten. Das, glaube ich, wäre schon notwendig, aber dafür musst du die Vorbereitungen treffen. Und das ist natürlich die Kritik an der Regierung, die auch viele Leute haben, dass eigentlich bei all diesen Managementfragen von der Impfung bis zum Test bis zu X und Y dauernd geschlampt wird und nichts weitergebracht wird. Herr Mölzer, rechnen Sie damit, dass am 8. Februar jetzt wirklich die ersten Öffnungsschritte, man hat ja immer von Handel und Schulen gesprochen, passieren oder haben Sie das mittlerweile schon abgehakt, das Thema? Naja, wenn man die echten oder angeblichen Experten so hört, die reihenweise tagtäglich aufmarschieren, dann reden ja die alle, wie schlimm es bis zum Sommer wird und dass man Monate und das ganze Jahr womöglich und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass realpolitisch es schon so ausschaut, dass die Regierung das unter Umständen nicht mehr lang durchhalten wird, ne? Denn der Unmut wächst. Schauen Sie, ob das ein Gipfeltreffen heute ist oder ein Gipfeltreffen, wo die wieder irgendein Blödsinn aus Baldobern. Wir haben seit einem Jahr, das ist jetzt also 11 Monate oder was, seit das Ganze begonnen hat, einen Flop bei der Corona-App. Ein Flop bei der Corona-Ampel, ein Flop bei der Corona, beim Massentest, ein Flop bei der Corona-Impfung. Dass das nicht möglich ist, wie in anderen Ländern, auf die wir früher ein bisschen lächelnd hinabgeschaut haben, wie Serbien und so, oder Entwicklungsländer, dass da zigtausendfach am Tag geimpft werden kann und bei uns nicht, das ist ja unglaublich. Und früher hat es immer geheißen, wenn irgendeiner was Kritisches gesagt hat über die Impfung, ne, vor allem also meine Freunde aus der FPÖ, ja, werden Sie dann die Toten verantworten, die deswegen zustande kommen, weil Sie gegen die Impfung sind? Ne? Wer verantwortet denn die Toten, die zustande kommen, wo jetzt Wochen und Monate zu spät geimpft wird? Ne? Also ich bin wirklich sehr skeptisch und also die politische Verantwortung für alles das wird ja irgendwer übernehmen müssen. Ne? Und natürlich bin ich der Meinung, wenn wir zurückgehende Zahlen haben, schauen Sie, man muss halt differenziert, da bin ich ganz auf Ihrer Seite, sowohl nach Gelegenheit, sowohl nach Ort, sowohl nach Anlass differenziert öffnen, auch regional. Wir haben in Kärnten 10 Leute oder ein Dutzend auf der Intensivstation und kaum 100 hospitalisiert. Was soll denn das? Hm? Jetzt wurde die Impfung gerade angesprochen. Machen wir vielleicht einen kurzen Sidestep zur Impfung. Da gab es ja am vergangenen Freitag eine Hiobsbotschaft, dass AstraZeneca nämlich deutlich weniger liefern wird an die EU und dementsprechend auch an Österreich und dass damit unser gesamter Impfplan mehr oder weniger umgeworfen werden muss. Wir haben ja ursprünglich den Plan gehabt oder die Regierung, dass wir bis Ende März alle 65-Jährigen theoretisch zumindest durchimpfen könnten. Das geht sich jetzt schon rein mathematisch mit dem Impfstoff gar nicht aus, den wir zur Verfügung haben. Wer ist denn schuld daran? Ist das einfach sozusagen das Unglück des Untüchtigen in dem Fall? Oder ist es einfach blöd gelaufen? Ja.
weil AstraZeneca halt da jetzt die Fabrik in sozusagen Indien abgebrannt ist und man gleichzeitig anscheinend gewisse andere Länder vorzieht? Oder sind wir selber schuld dran, weil wir so auf AstraZeneca gesetzt haben? Na, ich glaube, es ist eine Mischung von all dem. Auf der einen Seite hast du natürlich erst einmal einen Beschaffungsvorgang der Europäischen Union und das war richtig, dass man das gemeinsam gemacht hat, der aber auch nicht wirklich glücklich gelaufen ist. Das muss man auch dazu sagen. Dann hat im Rahmen dessen die österreichische Bundesregierung, das ist jetzt ein bisschen komplex, weil sozusagen trotz der europäischen Quoten haben dann die einzelnen nationalen Regierungen und Gesundheitssysteme doch aus Möglichkeiten gehabt, darüber hinaus Optionen zu ziehen. Da hat Österreich nicht die richtigen Optionen gezogen, nämlich bei BioNTech und Pfizer. Und jetzt kommt noch hinzu, dass der Plan bei AstraZeneca, der ohnehin schon quasi nach hinten verschoben werden musste, weil das Zulassungsverfahren etwas komplexer in dem Fall ist und AstraZeneca ja nicht mehr noch zugelassen ist innerhalb der Europäischen Union. Da hoffen wir, dass das Ende Januar passiert. Aber nicht mehr das ist jetzt mehr zu halten. Das ist ein sozusagen multikausales Phänomen. Aber natürlich hat die österreichische Regierung da sehr viel falsch gemacht. Und wenn ich dann jetzt auch noch... Irgendwer muss die Verantwortung übernehmen. Wenn ich da jetzt noch in der Situation bin, dass ich schon damit zu rechnen habe, und es schon weiß, dass sich das alles nicht so halten wird. Und dann setze ich mich als Gesundheitsminister in die Zeit in Bild 2 und sage dann nur eigentlich, wir sind jetzt wirklich sehr unglücklich und wir wissen nicht mehr ein und aus. Das ist natürlich auch keine Haltung, die die österreichische Bevölkerung von der Regierung haben will, glaube ich. Ja? Vor allem im Kontrast dann auch zur Oppositionsführerin Randy Wagner, die sich im gleichen Moment dort hineingesetzt hat und dafür schon drei gute, natürlich keine nicht alles lösende Vorschläge, aber Ideen hatte, wie man die einmal hochkrempeln könnte und in dieser Situation auch etwas Besseres machen könnte. Ja? Also da sind wir natürlich jetzt schon in der Situation und ich glaube, das ist auch die Haltung, die allermeisten Österreicherinnen und Österreicher haben. Die meisten Leute sind vernünftig, also sie gehören nicht zu den Corona-Leugnern und Verschwörungsschwurblern, sind der Meinung, natürlich brauchen wir in einer Pandemie diese Antipandemie-Maßnahmen, da hast du eine große Mehrheit der Bevölkerung immer noch dahinter, aber gleichzeitig eine wachsende Mehrheit in der Bevölkerung, die an der Kompetenz der Regierung, das zu lösen, zunehmend zweifelt, auch wenn die Leute natürlich wissen, dass es keine Regierung gibt, die fehlerfrei sein kann in so einer Situation. Na, schauen Sie, der zum Bild des Jammers gewordene Gesundheitsminister, ne, der in seiner Hilflosigkeit ja schon wieder Mitleid erregt fast, ne, darum müssten also die Zustimmungsraten vielleicht wieder steigen, weil es wirklich Mitleid erregend, hat ja nicht nur viele Fehler gemacht, es muss ja jemand die politische Verantwortung übernehmen. Schauen Sie, eine Regierung muss ja einen Plan B haben, wenn das passiert, was jetzt bei BioNTech, Pfizer passiert ist. Ne? Wo ist der Plan B? Jetzt habe ich gestern der großen bundesdeutschen Tageszeitung Die Welt entnommen, dass es im vorigen Sommer einen anderen deutschen Anbieter gegeben hat, Curatec oder so ähnlich, oder wie der heißt, Curavec, aus Tübingen, ne, der also über massive Interventionen bei der Frau Merkel 300 Millionen Impfstoffe liefern hätte sollen, ne, der aber nicht zugelassen wird, vielleicht im Sommer. Ne. Gleichzeitig hat es dann, weil die Deutschen das durften, einen französischen Anbieter gegeben, der überhaupt keine Chance hat, angeblich zugelassen zu werden. Und das heißt, dass wir 600 Millionen Impfstoffe weniger haben in der EU, weil die haben weniger, also bei diesen mehr bestellt als bei Pfizer, BioNTech. Ne? Und jetzt muss man ja einen Plan B haben. Und ich muss ehrlich sagen, wenn der Orban, der böse Viktor Orban, jetzt den russischen und chinesischen Impfstoff bestellt, ja, auch das ist eine Möglichkeit. Alles ist besser, wie weiter Corona-Tote. Aber das heißt, Sie sagen lieber den russischen und den chinesischen? Ja, ist der wirklich so schlecht? Glauben Sie, dass der Orban Selbstmörderpartie fährt für die Ungarn oder dass die Serben? Das glaube ich nicht. Ne? Und alles ist besser, wie jeden Tag nehmen, weiter... den russischen? Ja, sowieso. Alles ist besser, wie jeden Tag weiter 100 Corona-Tote. Hm? Ist das sozusagen unser Ausweg, dass wir jetzt auf den russischen Impfstoff bald angewiesen sind? Ja, ich glaube, wir sollen das jetzt auch nicht verblödeln. Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist aber ernst gemeint, aber sicher. Wir sollen die chinesische und die russische Medizin wird nicht sehr viel schlechter sein als die westliche das Medizin. Ich, ja. Ja, die sind hoch fortgeschrittene Wissenschaftler und so weiter. Was wir aber natürlich auch wissen, ist, dass das hochtransparente und auf Verbraucherschutz abzielende europäische
Zulassungsverfahren sicher verlässlicher ist. Nur ad hoc. Sie kennen die Brüsseler Arbeitsmentalität nicht und es wird auch in dieser Behörde nicht anders sein. Wenn einer gesagt hat, der Herr Sekresch gesagt, die arbeiten Tag und Nacht, da kommen wir die Tränen. Ich weiß, wie man in Brüssel Tag und Nacht arbeitet. Glauben Sie mir das? Jetzt geht es mir nicht darum, dass die nicht Tag und Nacht arbeiten und deswegen vielleicht zwei Wochen ein länger. Ein langwieriger bürokratischer Apparat mit großer Unfähigkeit. Ich habe jetzt etwas anderes gesagt, nämlich das, dass die Zulassungsverfahren in Hinblick auf die Sicherheit sowohl in der Europäischen Union als auch in den USA sicherlich genauer sind als in Russland und in China, in Diktaturen oder Autokratien. In den USA wahrscheinlich sogar noch genauer, weil da hast du aufgrund der rechtlichen Situation... Aufgrund der rechtlichen Situation die Möglichkeit, die Hersteller zu verklagen, wenn da nur 3 oder 4 Nebenwirkungen sind. Das heißt, da kann man sich besser drauf verlassen. Also wenn ich jetzt den chinesischen oder den russischen Impfstoff nehmen würde, hätte ich keine Sorge, dass das von schlechteren Wissenschaftlern gemacht wird. Genau. Ich habe eher die Sorge, dass es von schlechteren Marktaufsichtsprüfern geprüft wird. Ja? So wollen Sie was sagen? Ja, ich will schon was dazu sagen. Schauen Sie, es sind ja keine großen Prüfer, das sind bürokratische Apparate, und zwar höchst unfähige. Das stelle ich jetzt einmal so in den Raum. Ne? Und in Amerika sind die Dinge längst zugelassen, ne? Bei uns in Brüssel eben noch ewig dauern. Mediziner. Mediziner, in erster Linie sind das Bürokraten in diesen Behörden. Sie und ich, wir könnten ja nicht einmal die Daten lesen. Ich vertraue auf Gott und auf die Schulmedizin, das ist völlig richtig. Aber schauen Sie, wir haben ja die kuriose Situation, dass auf der einen Seite die Regierung alle Impfskeptiker, sagen wir mal so, oder die gegen einen Impfzwang sind, an den Pranger stellt. Ne? Und auf der anderen Seite kann die Regierung das Impfen nicht gewährleisten für die, die es wollen. Das ist ein Maß an Unfähigkeit, das sich auch in dieser existenziellen Frage und wahrscheinlich für Hunderte, wenn nicht Tausende Österreicher auch eine Frage von Leben oder Sterben stellt. Und das ist ja etwas, wo man langsam sagen muss, die Regierung, die ist wirklich für die Fisch. Ne? Die muss wirklich langsam überlegen, ob sie weiter amtieren soll. Wie sehr ist denn die Regierung unter Druck, deiner Meinung nach, momentan? Ich glaube, die Regierung ist stark unter Druck, aber ich glaube, wir sollten auch noch mal, und davon hängt es ja ab, ein bisschen drüber reden, wie ist eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung. Ja? Und so wie Sie das darstellen, dass die Bevölkerung das alles nur mehr ablehnt und nicht mitmachen will, ist das nicht. Ja? Nicht alles. Also, wenn man sich das alles anschaut, dann sind natürlich ein Großteil der Bevölkerung für die Beibehaltung der Maßnahme grosso modo oder für teilweise sogar schärfere Maßnahmen, weil völlig klar ist, wir sind in einer Pandemie und da kann man nicht sagen, wenn ich mir die Augen zuhalt, ist sie weg. Ja? Also diese vernünftige Haltung hat ein Großteil der Bevölkerung und steht damit auch grosso modo hinter dem, was die Regierung versucht, nämlich mit vernünftigen Maßnahmen diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber sie steht zunehmend nicht mehr dahinter Hinblick auf die Unfähigkeit und die Managementversagen der Regierung. Ja? Und das wirkt sich zunehmend in der Stimmung, aber auch in den Umfragen aus. Also, und da ist nicht mehr grosso modo zu. Es gibt ja ausreichend Umfragen, die zeigen, also erstmal hat die Sozialdemokratie, also die größte Oppositionspartei, 8% zugelegt im letzten Jahr und das sind sozusagen schon die gewichteten Umfragen. Wenn ich mir die Umfragen anschaue, wenn ich mir die Rohdaten anschaue, dann sehe ich, dass mittlerweile 35-40% der Leute antworten, ich würde überhaupt keine dieser Parteien mehr wählen und ÖVP liegt dann nur mehr 2% vor der SPÖ, das ist de facto gleich auf. Das heißt, da hat sich dramatisch etwas verändert, diese Hegemonie von Herrn Kurz, von der immer alle geredet haben, die ganze Mediengeschichte, der ist der Beste, der ist der Anführer, anderen können ihm nicht das Wasser reichen. Es ist vorbei. Ja? Wenn ich mir die Daten anschaue, die ÖVP und die SPÖ sind mehr oder weniger gleich auf. Ja? Die Hegemonie von Kurz ist zu Ende. Ist das so? Ja, da bin ich ganz der Meinung des lieben Herrn Miesig, dass also das Kapital, das die Regierung am Anfang gehabt hat, am Beginn der Corona-Epidemie, weitgehend verspielt ist durch eine Reihe von, ich habe es jetzt erst geschildert, Flops und von Pleiten, Pech und Pannen, die eben da passiert sind. Und für die halt die Regierung, wer sonst die Verantwortung übernehmen muss. Die Opposition kann es nicht sein, ne? Die ist nicht verantwortlich dafür. Das ist das eine. Das andere, man sollte das, was es an zivilen Ungehorsam gibt in der Bevölkerung, nicht unterschätzen. Natürlich sind die Leute vernünftig, natürlich wissen die Leute, dass man
Disziplin halten muss, dass man also einen Teil der Maßnahmen, soweit sie vernünftig sind und im Rahmen dessen, wo sie auch vernünftig sind, einhalten muss. Auf der anderen Seite, das sieht man an den Bewegungsprofilen, das sieht man an allen Stellungen überhaupt, sagen die Leute, wir lassen uns dieses und jenes nicht vorschreiben. Wir bewegen uns, wir gehen ins Freie, wir haben auch soziale Kontakte. Aber dass man eben, wie gesagt, Abstand halten wird, das wird man einsehen. Ne? Und darum glaube ich, es werden die Leute fast genötigt, fast gezwungen, Verordnungen der Regierung oder Maßnahmen zu brechen. Das ist auch ein merkwürdiger Vorgang. Ne? Es werden die Leute, die offen Widerstand leisten, ne, wie bei diesen Demos, kriminalisiert. Das ist auch ein merkwürdiger Vorgang. Ne? Na schauen, wenn der Innenminister sagt, und jetzt werden wir durchgreifen und jeder, der nicht Masken hat und jeder, der nicht Abstand hat, wird quasi aufgenommen und amtsbehandelt. Das ist nicht so lustig. Sie als Linker mit Demos müssten ja Erfahrung haben, ne, dass das nicht so lustig ist, wenn die Leute dann dort amtsbehandelt werden, wie man so schön sagt. Ich kann ja 20.000 Leute eh nicht beamtshandeln. Ja, Gott sei Dank. Der Punkt ist nur der, es geht ja jetzt da nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, es geht doch darum, dass wir uns als Gesellschaft eine bestimmte Regeln gegeben haben. Und wenn es eine ganz kleine Minderheit gibt, die sagt, ich demonstriere mitten auf der... Wo Recht zu Unrecht wird Widerstand zur Pflicht. Was ist denn da... Es gilt nur für die Linken. Es ist ja nicht so schlimm, mit Maske und mit Abstand zu demonstrieren. Aber wenn man das nicht tut, dann übertritt man erstens mal das Gesetz, aber das ist ja gar nicht so der Punkt, das stört mir ja jetzt gar nicht so. Das Problem ist doch das, dass all diejenigen nicht nur sich gefährden, sondern alle anderen auch. Und das führt natürlich zu einer Verschlechterung der Stimmung. Ja, was da sagen, ist die große Mehrheit von 95% der Leute, die sich an die Regeln halten, zum Teil, weil sie es wie richtig halten oder zum Teil, weil sie sich an die Regeln halten. Wie komme ich dazu, dass andere sich für nichts scheißen und unsere Arbeit... Und dann ruft mir die Polizei an und sagt, geht dann ohne Masken, kommen Sie her. Und unsere anstrengende Arbeit, die Zahlen nach unten zu bringen, konterkariert und ruiniert. Unsere ist Arbeit aller Österreicher. Ja, das meine ich ja. Wie sehr halten sich denn die Menschen wirklich noch dran? Weil der Mölz hat das ja vorher schon angesprochen, da gibt es neue Daten, neue Bewegungsprofile, Handydaten, wonach die Menschen sich nicht an den Lockdown halten, sondern sehr wohl ziemlich unterwegs sind momentan. Naja, erstens ist der Lockdown nicht so wie das beim ersten Mal, das ist ja klar. Viele Leute, also das produzierende Gewerbe ist vollständig intakt, ja, also die Menschen gehen in die Fabrik, Baustellen sind da, das hat es ja im ersten Lockdown alles nicht gegeben. Ja, die waren ja zugedreht. Ja? Die Leute sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln, um in die Arbeit zu fahren und nicht so viel wie möglich ist es im Homeoffice. Gleichzeitig halten sich die Menschen natürlich dran. Wir sind von 10.000 täglichen Infektionen jetzt auf 1.000 runtergefallen. Das wäre ja nicht, wenn die Menschen nicht sehr diszipliniert auch diesen Lockdown machen. Und letztendlich sind die Leute so, wie wir Menschen immer sind. Selbst wenn wir uns an etwas halten, halten wir uns nicht jeden Moment sklavisch an alles. Das ist ja eh klar. Die Mobilitätsdaten würde ich nicht überschätzen, weil erstens habe ich die auch anders gesehen, also dass sie schon runtergegangen sind. Aber was messen sie denn? Aber deutlich mehr als im ersten Lockdown. Sie messen ja nur, wie viele Leute sich von A nach B bewegen. Ja? Und das sage ich jetzt mal, ohne Lockdown oder in einer normalen Zeit hätte ich gearbeitet und wäre dann vielleicht abends ausgegangen und in ein Restaurant und drinnen gesessen, 3 Stunden. Heute gehe ich um 2 Uhr nachmittags 8 Kilometer spazieren. Im Ergebnis habe ich die gleichen Mobilitätsdaten produziert. Ja? Also Bewegungsprofile erklären nicht alles. Ich meine, da bin ich auf Ihrer Seite, aber es ist trotzdem spürbar. Gell? Ich sehe es allein am Verkehr, am Straßenverkehr und so. Die Leute scheren sich zunehmend weniger. Ne? Aber ich bin ja ganz gerührt. Schauen Sie, ich habe vom Herrn Bundeskanzler ein Geschenk bekommen. Sie haben sie bekommen. Als alten Sack, ne, der ich bin, hat mir der Bundeskanzler 10 solche Masken geschenkt. Die werde ich jetzt gravieren lassen, immer wenn ich sie auf die Nase hänge. Nur das Bedauerliche ist, Sie haben eine FFP2-Maske bekommen. Eine chinesische anscheinend. Das ist ja das Problem, das wollte ich gerade ansprechen. Da hat der grüne Minister für Gesundheit Millionen Masken einfliegen lassen aus China. Und wie ich höre, zum Beispiel österreichische Erzeuger, Grazer Firma mit, glaube ich, 120 Mitarbeitern, kriegt keinen Auftrag, weil sie wahrscheinlich ein paar Cent teurer produziert, weil sie wissen, wie in China produziert wird, ne? Wie die sozialen Verhältnisse sind und die Löhne, die Arbeitskosten. Ne? Und das sind wahre Skandale. Jetzt hoffe ich, dass diese Maske mir nützt. Na, sie schaut ja wirklich unglaublich gut aus. Man hört, glaube ich, einigermaßen nach. Ne? Aber dass die aus China kommen muss, ist eine Riesensauerei.
Und das ist eine Kleinigkeit. Eben. Was heißt eine Kleinigkeit? Ein paar Millionen Masken sind wahrscheinlich keine Kleinigkeit. Ne? Finanziell, da wird irgendwer verdienen, wird ja verdienen und, und. Ne? Das wissen wir eh. Aber es ist auch weiter, diese Regierung, die geht mir inzwischen derart auf den Wecker, muss ich ehrlich sagen, mit lauter solchen kleinen Dingen. Und glauben Sie mir das, viele Leute sehen das. Wissen Sie was, Herr Mölzer, ich glaube, mitten in der Pest sollten wir trotzdem mal einen Unterschied machen zwischen den großen Problemen und den kleinen. Sagen Sie mal, Herr Beulen, wo ist denn das die Pest? Und den kleinen Problemen. Naja, wir sind in einer Pandemie, die also sozusagen Gott sei Dank keine eine Sterblichkeitsrate immer noch hat von 1,1 bis 1,6%. Das ist nicht nichts, also das macht keinen Spaß, das kann man nicht durchrennen lassen und das verstehen auch alle Menschen. Und alle Menschen verstehen auch, dass selbst eine Regierung, die sich bemüht, in so einer Situation Fehler machen kann. Ja? Das heißt, sie erwarten von uns, also das heißt sozusagen, sei es der politischen Opposition, aber sei es auch von dem kritischen Journalismus, erwarten die Leute schon, dass wir sozusagen da ein bisschen vernünftig sind. Und auch, wissen Sie, natürlich, Journalisten sollen keine Politiker sein, aber sie sollen in einen als Politiker denken. Ja? Ich kann nicht eine Regierung, ich muss eine Regierung, kann eine Regierung nur dann kritisieren, wenn ich auch in der Lage bin zu sagen, was ich besser machen würde. Nein. Und was, ist das wirklich die Aufgabe einer Opposition oder eines kritischen Journalisten? Wo ich finde, dass es eine realistische Möglichkeit gibt, das besser zu machen. Ja, zu sagen, mich alleine hinzustellen und zu sagen, das passt mir nicht, aber ich habe keine Ahnung, wie es besser ginge, das ist keine Haltung. Es ist schon eine Haltung. Missstände zu kritisieren ist immer legitim, auch wenn ich selber es nicht besser machen könnte, Herr Mäßig, ja, aber als nur, Journalist. Aber sozusagen der Grad zur bloßen Keppelei, so wie bei den Muppet Show, wo die zwei da immer in der Loge sitzen. Das mag zwar unsere Rolle sein, aber sie sind ja schon in die Jahre gekommen. Gerade bei den Masken, wenn man gleichzeitig hört, dass es zum Beispiel in Graz eine Firma gibt, die das erzeugen kann und würde und halt ein paar Cent unter Umständen teurer ist, das ist eine Alternative. Ne? Eine, die österreichische Arbeitsplätze sichert und auch die Umwelt schont, weil die Großraumflugzeuge, die da einfliegen von China, die haben ja, das muss sich ja kümmern, einen unglaublichen CO2, was weiß ich, Ausstoß und, und. Ne? Aber das ist ja nur ein Beispiel für die Fehlleistungen, für die vielen. Ne? Meine Herren, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich weiter und dann sprechen wir über die Opposition, die sich ja derzeit, muss man sagen, sehr unterschiedlich positioniert, vor allem SPÖ und FPÖ, die Neos sind da so ein bisschen in der Mitte im Moment, dann und über die Regierung und was könnte, Robert Miesig hat es ja schon angesprochen, was könnte die Regierung eigentlich besser machen oder ist sie derzeit wirklich in einer Zwickmühle, wie einfach fast alle Regierungen weltweit? Dazu gleich mehr nach einer ganz kurzen Werbepause. Trainer live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Zu Gast sind Andreas Mölzer, hallo, und Robert Miesig. Sprechen wir über die Opposition, aber davor vielleicht noch ganz kurz über die Regierung. Denn man muss ja der Regierung auch ein bisschen zugutehalten. Es geht derzeit irgendwie allen Staats- und Regierungschefs und Regierungen, zumindest die, die mir bekannt sind, nicht viel besser. Wo wäre denn ein Vorbild, wo man hinschauen könnte? Oder was könnte man anders machen? Gibt es Länder, wo Sie sagen, das funktioniert? Ich habe gerade jetzt gelesen, dass in Slowenien, das ja auch eine sehr kritische epidemiologische Lage hat, aufgemacht wird. Partiell, gestuft und, und. Nur als Beispiel. Ne? Es ist in der Schweiz natürlich auch ein Lockdown, aber gewisse Dinge sind offen. In Südtirol sind die Geschäfte offen, ob der Herr Kanzler behauptet hat, wir müssen den Lockdown machen, so wie in Südtirol. Und. Es gibt schon Unterschiede. Und dass es alles schwierig ist, ob es dort wirklich besser ist. Das ist die Frage. Dass es schwierig ist, ist klar. Aber das ist kein Ausrede für eine Regierung. Ne? Und da muss man halt schauen, und ich habe das Gefühl, weil der Sebastian Kurz ist schon ein listiger Bursche, ne? Der ist ja im Moment relativ wenig präsent, ne? Der lässt jetzt da die Wissenschaftler und seine Minister und so weiter, der hat schon das Gefühl, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man im Moment persönlich verantwortlich gemacht wird für die eher schlechte Lage und für die schlechten Aussichten. Weil wenn ich wüsste, Herr Miesig, Sie wissen es auch, in zwei Wochen ist der Zauber einigermaßen vorbei. Ich verlange keine Disco-Orgien jetzt bis 3 in der Früh. Ich werde nur das Kaffeehaus um 8 in der Früh mit ein paar Zeitungen, ne, dass ich mir die nicht kaufen muss, weil das tue ich nicht gern. Ne? Das wird immer in einem abgestuften, differenzierten Vorgehen, dass man sagt, schrittweise in der Schule schauen wir, machen wir die halben Klassen. Sie haben ja recht, ne, wenn da 25 Kinder zusammengepfercht sind und es gibt keine Raumentlüftungs- oder Luftreiniger zum Beispiel, das war ja unmöglich für die Schulen, ne? und. Das sind tausend Sachen, aber ein differenziertes Vorgehen, und da gibt es keine Ausrede dafür, dass man da versagt. Und endlich impfen für die, die es freiwillig machen. Und das sind nicht zunehmend mehr.
Gibt es Vorbilder derzeit, wo die Regierung hinschauen könnte, wer es besser macht? Naja, ehrlich gesagt, es gibt natürlich Vorbilder, aber die sind so anders, politisch-kulturell auch. Also natürlich Südkorea und diese ganzen Länder, die sehr stark auch auf Datenanalyse gesetzt haben, die wirklich jede einzelne Infektion zum Teil nachvollziehen haben können. Die haben sozusagen, aus diesen Daten weiß man zum Teil, wie gefährlich die Gastronomie ist, weil bei uns hast du das ja nie nachvollziehen können. Ja, aber in Südkorea hast du den Fall gefunden, wo in einer Stadt, wo es noch keinen Fall gegeben hat, plötzlich ein Fall auftritt und dann ist man draufgekommen aufgrund der Handydaten, dass eine Durchreisende in einem Restaurant war, genau im Luftzug gesessen ist und 6 Meter weiter eine angesteckt hat. Ja, dadurch hat man auch gesehen, dass das mit den 1,5-2 Meter so sicher nicht ist. Das ist natürlich ein Vorteil und letztlich richtig gut kommen fast keine durch. Also außer Australien und Neuseeland. Das kann man Inseln, muss man auch sagen. Ja und nein. Ist schon ein Vorteil. Ja, aber gut, erstmal bei uns in Europa sind nahezu alle Grenzen jetzt mehr oder weniger zu. Außerdem könnte man sie auch, Australien ist eine Insel, aber eine ziemlich große. Also könnte man natürlich sagen, wir machen diese Zero-Covid-Strategie in ganz Europa und hinterher machen wir die Grenzen von Europa halt dicht und dann sind wir so wie Australien. Ich glaube auch, dass es nicht möglich ist, aber diese Beispiele gibt es. Ja, das heißt, aber da habt ihr beide recht, sowohl Südkorea als auch Taiwan, als auch Australien, als auch Neuseeland sind so unterschiedliche Länder zu Österreich, dass wir eigentlich die beste Strategie mit unseren Bedingungen finden müssen. Ja? Und da wäre eigentlich das Sinnvollste, das sage ich jetzt nur mal, dass man mehr oder weniger das Gleiche wie bisher weitermacht, aber öffnet mit einer Regierung, die deren Maßnahmen besser funktionieren und mit Profis an der Spitze. Ja? Und weil du über die Opposition gesprochen hast, werden wir ja dann weiter an reden. Ich glaube, dass sich das auch lohnt, eine solche Haltung einzunehmen. Das sieht man ja jetzt auch an den wachsenden Zustimmungswerten zu Randy Wagner, seitdem sie klar eine solche Linie fährt und das Zickzack ein bisschen aufgegeben hat, der früheren Monate, sage ich jetzt mal. Naja, der neue Schmusekurs, den es da gibt zwischen dem Herrn Bundeskanzler und der SPÖ-Vorsitzenden, der würde ja vieles möglich machen und vorstellbar. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass Sie glücklich sind mit einer Gesundheitsministerin Randy Wagner, die vielleicht wirklich... Nö, kann ich mir vorstellen. Das ist durchaus also besser wie der Herr Anschober, der Angstschober, glaube ich, hat der Herr Papa gestern gesagt. Ist sie sicher. Das glaube ich auch. Ne? Aber es ist nicht mein Geschäft, jetzt die Frau Randy Wagner da zu promoten. Ich glaube halt, schauen Sie, wir haben jetzt solche Möglichkeiten. Wir haben jetzt diese günstigen Antigen-Tests, wo ich habe 30, 40 daheim und wenn da etwas ist und wenn vorschriftswidrig treffe, mehr als einen im fremden Haushalt, gestehe ich ja offen, dann teste ich mich zuerst vorher halt oder was weiß ich, wer dabei ist. Kein Problem. Wir haben die Möglichkeit des Impfens, die eben, wie gesagt, ja, noch einmal sage ich das, für die Freiwilligen endlich durchgeführt wird. Ne? Und dann differenziert Schule, Lokale, Geschäfte und so weiter. Das ist ja alles möglich. Und das sollen wir jetzt endlich machen. Und die Maßnahmen, wie Sie sagen, verschärfen und weitermachen, das kostet uns 1 Milliarde pro Woche. Wer wird denn das zahlen? An das denkt keiner. Und schauen Sie, das dicke Ende kommt noch. Die Arbeitslosen und die Firmenzusammenbrüche und der Kaufkraftverlust, der Transfermittel der Pensionen und. Das kommt. Gut, aber das sagen Sie jetzt seit einem Jahr, diese seltsame Waage zu glauben, wenn man aufmacht, würde das gleichzeitig der Wirtschaft nützen. Das ist aber wohl klar. Schauen Sie, wie viel in England sind 100.000 Pubs, die nie mehr aufmachen werden. Was glaubst du, wie viele Kaffeehäuser, Wirtshäuser, kleine Tschecherl bei uns nicht mehr aufmachen werden? Herr Mölzer, nach einem Jahr Pandemie sollten wir beide gelernt haben, dass wenn man zu unvorsichtig ist und die Ansteckung durch die Decke geht, dass der Wirtschaft überhaupt nichts nützt, sondern dass die schlimmsten Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, nämlich den nächsten Lockdown. Und das ist ja sozusagen die große Frage bei all den, wo wir uns da ja jetzt einig sind, bei dieser Frage, nämlich versuchen wir kontrolliert, ja, tatsächlich versuchsweise zu öffnen, dann müssen wir natürlich insbesondere unter den Bedingungen der nunmehr ansteckenderen Variante aus Großbritannien unter Umständen damit rechnen, dass wir innerhalb von 3 Wochen wieder bei besorgniserregenden Zahlen sind. Deswegen sage ich nicht, probieren wir es gar nicht aus, aber das heißt natürlich, dass wir damit zumindest rechnen müssen und dann wieder schnell reagieren. Aber das verstehen, glaube ich, auch alle Österreicherinnen und Österreicher, dass wir weder die Regierung noch die Experten noch wir irgendwelche Glaskugeln haben, wo man genau sagen kann, welche
Öffnungsmaßnahme welche Folgen hat, sondern dass man sich es halt genau anschauen muss und im Extremfall muss man dann wieder korrigieren. Da sind wir ja einig. Ne? Da sind wir ja relativ einig, dass man das differenziert macht und vorsichtig. Auf der anderen Seite, vor irgendwelchen Zombies, Schreckgespenstern der Zukunft, irgendwelchen Mutationen oder anderen Viren. Nein, Moment. Ich meine, die gibt es ja schon. Ja, aber die sind noch nicht derart virulent, wie Sie behaupten. Aber vielleicht ist in einem Monat ein anderer Virus, vielleicht ist in einem halben Jahr eine weitere Mutation von tausenden Mutationen, das gibt. Aber deswegen können wir doch das Leben nicht einstellen. Und das ist halt die Forderung für den ewigen Lockdown, die Sie auch immer über partiell vertreten. Dieser Lockdown ad aeternam, geht halt nicht. Ja, aber schauen Sie, Herr Geht halt nicht. Ich erinnere Sie nur, das Gleiche haben Sie im September gesagt, das haben Sie Anfang Oktober gesagt. Und recht habe ich gehabt. Ende Oktober haben wir 10.000 Infektionen am Tag gehabt. Und aber Sie nicht danach, deswegen, und nicht Sie, deswegen und, wo ich das gesagt habe, sondern weil man das falsch gemacht hat. Natürlich, hat nicht wegen klar, Ihnen, ja, aber wegen der Haltung. sozusagen Ende Oktober, Anfang November haben Sie selber sagen müssen, oh Gott, das war irgendwie nicht so gescheit. Nein, es war nicht so gescheit, weil die Regierung die falschen Maßnahmen getroffen hat. Früher vorsichtiger und strenger reagieren müssen. Ja? Und nach einem Jahr sie dreimal irren, könnte man doch lernen, dass es besser ist, es bleiben zu lassen. Ja, schauen Sie, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, Herr Misig. Ne? Und wenn Sie so weitermachen, nicht Sie, sondern die Leute. Das fürchtet sich ja niemand. Na, also Sie fürchten Sie nicht, na, sondern, na, was sind das? Sie verbreiten Angst und Schrecken, sagen, wir müssen weiter zu. Es könnte die südnorwegische Mutation könnte zu Beulenpest führen. Das ist ja alles ein Blödsinn. Ne? Entschuldigen Sie, lesen Sie Zeitungen, wissen Sie, was in London los ist, was in Irland los ist? Das ist keine Zukunft, das ist eine Gegenwart und die sollten wir nötigerweise verhindern. In London lass mal zu, lass mal noch Monate zu, ruinieren alles, fahren das Land in den Graben, ja, dass wir ein Drittweltstaat sind. Aber in London kommen die Kranken nicht mal mehr in die Krankenbetten, sie bleiben in den Rettungswagen auf den Parkplätzen, bis einer wieder rauskommt. Das ist eine Situation, die will kein Mensch. Ja, die haben wir auch nicht. Aber das ist vielleicht eh ganz, ganz gut, diese Diskussion der letzten Minuten, weil sie ein bisschen auch das widerspiegelt, die Positionen der Opposition. Da gibt es jetzt sehr klar abgesteckt, die SPÖ und die FPÖ. Beide haben sehr klare Positionen, kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber beide vertreten jetzt, sage ich einmal, sehr klar, wofür sozusagen sie sind. Die SPÖ einen sehr rigorosen Anti-Corona-Kurs mit sehr harten Maßnahmen, eigentlich noch härter als die Regierung, muss man fast sagen, derzeit Pamela Rendi-Wagner. Im Auftreten die FPÖ für öffnen, etc. Starten wir vielleicht mit der SPÖ, mit Pamela Rendi-Wagner. In den Umfragen nützt ihr das ja scheinbar, dieser harte Kurs. Wie lang kann sie das so hart durchziehen? Weil in der Partei ist das ja nicht ganz unumstritten, muss man ja auch sagen. Da gibt es ja einige, Hans-Peter Doskozil ist derzeit nicht wirklich öffentlich präsent, aber die sich in der Vergangenheit da ja durchaus kritisch geäußert haben. Ja, der Herr Doskozil hat sich irgendwie mal so geäußert, man weiß gar nicht mehr, was der jetzt wirklich meint. Ich würde jetzt auch nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die SPÖ das gleiche vertritt, was ich jetzt vertrete. Also das würde ich mir jetzt der SPÖ nicht antun wollen, zu sagen, dass sie hundertprozentig das vertreten muss, was ich vertrete. Das ist schon meine Sache. Aber du hast schon recht, sozusagen, da gibt es eine gewisse Überschneidung. Das stimmt schon. Ich glaube, dass die Pamela Rendi-Wagner eine sehr vernünftige Haltung auch eingenommen hat. Jetzt nicht nur, was Verschärfungen anlangt. Verschärfungen hat sie ja selten gefordert, nur diese verrückte Idee des Reintests öffnen, hat die Regierung verhindert, die Opposition verhindert, eigentlich damals gemeinsam dann auch, und damit die sogenannten Lockerungen vom, weiß ich nicht, 14. Jänner oder wann die geplant waren, die dann am Ende eh niemand gewollt hat. Ja? Gleichzeitig hat die SPÖ es ja auch durchgesetzt gegen die Regierung oder dann mit Unterstützung der Regierung, aber es war ein Vorschlag der SPÖ, dass jeder Österreicher und Österreicherin diese Schnelltests dann bekommen kann. Ich glaube, das ist sogar gratis. Also das war ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man so etwas durchführt. Und das ist dann eben der entscheidende Punkt. Die Menschen interessieren sich doch nicht dafür, ob die richtigen Maßnahmen von der Regierung vorgeschlagen werden oder von der Opposition oder von denen übernommen oder von jenen. Die Leute interessieren sich dafür, dass die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Und wenn die Sozialdemokratie das verkörpert, dann... Das aber glaubst du, die Partei trägt das mit? Ja, ich glaube, dass die Partei das aus mehreren Gründen mitträgt, weil ja, wir ja auch gesehen haben, dass der, sagen wir, mächtigste Sozialdemokrat auf Länderebene, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, da vollständig dahinter steht. Das heißt, du hast jetzt eine Ludwig-Rendi-Wagner-Kurs und da wird nicht irgendjemand aus einem
Tiroler Dorf, ein Parteivorsitzender aus einem Tiroler Dorf, richtig dagegen blöken. Das nehme ich da jetzt mal nicht an. Und zweitens gibt es ja auch so etwas wie eine Bestätigung durch den Erfolg, ja, die jetzt wirklich für alle überraschenden positiven Umfragen, sowohl was die Partei betrifft, als auch was die Randy Wagner selbst betrifft, die plötzlich wieder quasi zumindest im Windschatten von Sebastian Kurz ist, die sitzen ja quasi im Genick, das gibt ja auch einer Partei wieder so etwas wie einen Optimismus, und dieser Optimismus stärkt dann natürlich auch wieder die Parteivorsitzende. Wie sehen Sie den neuen Kurs oder neuen Kurs? Naja, ich glaube, dass im Gegensatz zu dem, was Sie sagen, viel mehr aus der SPÖ-Basis, ohne jetzt zu behaupten, dass ich ein intimer Kenner dieser Basis wäre, aber viel mehr Menschen so denken, wie der Stadtrat Hacker in seinem Interview, bevor er zurückgepfiffen wurde, gesagt hat vor Wochenfrist. Das, glaube ich, ist das Erste. Das Zweite, die SPÖ oder die Spitze bereitet offenbar, wenn es irgendwo möglich wäre oder angebracht wäre, einen Regierungsbeitritt, und da sind halt gewisse Anpassungs- bis Anbiederungsvorgänge notwendig, wobei nicht abstreitet, dass das, was sie virologisch vorschlägt, die Frau Randy Wagner, vernünftig klingt weitgehend. Das ist das eine. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das andere, was die freiheitliche Opposition betrifft, natürlich ist die da in einem strengen Antagonismus zu dieser Regierungshaltung und regierungsfreundlichen Haltung. Und wobei ich nicht sage, dass sie immer recht hat in allen. Aber sie vertritt halt die Leute, die gegen einen Zwang sind. Sie ist nicht gegen die Impfung. Und es gibt da auch keine wirklichen Stellungnahmen. Es gibt eine gewisse Skepsis, die sich darin äußert, dass die Leute sagen, naja, ob ich mich impfen lasse, das weiß ich nicht, eher nicht und so weiter. Das ist legitim. Aber sie ist nicht gegen die Impfung. Sie vertritt also da die Impffreiheit oder überhaupt Test- und Impffreiheit. Und halt überhaupt die Leute oder diese Leute in der Bevölkerung. Und das sind viel mehr, als sie glauben. Diese Umzüge oder Spaziergänge oder Demos, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die halt für die Freiheit, für die Bürgerfreiheit sind und die gegen unverhältnismäßige Maßnahmen gegen Corona sind. Und das ist eine Haltung, wo sie honoriert wird dafür. FPÖ würde ich gleich sprechen, nur weil es der Herr Mölzer gerade angesprochen hat, und das kursiert ja, muss man sagen, schon seit längerem in politinteressierten Kreisen. Arbeitet die SPÖ und auch die ÖVP da im Hintergrund ein bisschen an einem fliegenden Regierungswechsel? Könntest du dir das vorstellen, dass das im Hintergrund vorbereitet wird? Man hört ja aus den Ländern, dass da Gespräche geführt werden in die Richtung zum Beispiel? Vorstellen kann ich mir alles, wissen tue ich nichts. Ja. Insofern, ich glaube es eigentlich nicht. Wir sind ja auch ein bisschen in der schwierigen Situation, dass wir eine Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie würde im Moment auf Basis des Wahlergebnisses von 2019 basieren. Und da war es jetzt circa bei 20% oder 21% und die ÖVP bei 37%. Jetzt sind wir in einer Situation, wo man eigentlich eine Regierungsbeteiligung nur dann wirklich sozusagen unterstützen kann, wenn sie wirklich auf Augenhöhe passiert. Aber zwischen gleich großen und Partnern. Zu bedenken ist, dass ein fliegender Wechsel eigentlich das Einzige ist, was der Herr Kurz noch nicht gemacht hat. Ja, und ich meine sozusagen, wir sind auch in einer Situation, wo es nicht ganz einfach ist, sagen wir uns ehrlich. Ja? Also zu sagen, würde ich jetzt sagen, ich bin für einen fliegenden Wechsel, nein, nicht unbedingt. Ja? Das ist keine schöne demokratische Vorgang. Bin ich jetzt dafür, dass wir mitten in einer Pandemie Neuwahlen machen, also so quasi jetzt die Regierungsaufgabe und im Mai wählen wir, naja, haben wir vielleicht auch ein bisschen Wichtigeres zu tun, als jetzt das Wahlen vorzubereiten. Das heißt, auch da sind wir in der Situation, die ich vorher schon so spaßeshalber erwähnt habe, nämlich, dass man auf einem Tisch zwei Optionen hat, von denen beide nicht wahnsinnig schön ist. Und die dritte Option ist, dass das weiter so gewurstelt wird in dieser Regierungskonstellation. Da würde ich jetzt vielleicht auch sagen, besser den Tisch umwerfen, aber deswegen habe ich noch keine bessere Option dafür. Sehen Sie das als realistische Variante? Na, möglich ist halt. Die Frage ist, wie sehr ist der Herr Sebastian Kurz ein politischer Abenteurer? Ne? Und irgendwo, wenn man also schaut, der Bruch mit der SPÖ, dann der Bruch mit der FPÖ, jetzt mit den Grünen und, das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Aber es hängt natürlich, und das muss man sagen, es hängt nicht von der SPÖ ab, es hängt nicht von den NEOS, nicht von den Grünen, es hängt von der ÖVP des Sebastian Kurz ab. Ne? Welche Frage, wo er ist. Nach wie vor, auch wenn er in Umfragen einbricht, ist er die dominante Figur der österreichischen Innenpolitik aufgrund der parlamentarischen Konstellation, das wissen wir. Ne? Und das ist die große Frage. Ne? Nur, wie gesagt, der Faktor, wenn jetzt die Lockdown-Geschichte vorbei ist, dann kommt die große sozioökonomische Problematik, die soziale mit den Arbeitslosen, die ökonomische mit den Firmen zusammen. Da bin ich gespannt, wie man das irgendwo in den Griff kriegen will. Und ich bin also kein großer Fan der Sozialpartnerschaft und des schwarz-roten oder rot-schwarzen Proports.
Aber in irgendeiner Form die Sozialpartner dazu übergehen, wird nicht möglich sein. Sprechen wir noch über die FPÖ abschließend. Gerne. Die fährt einen sehr radikalen Kurs, vor allem in der Person des Herbert Kickl. Jetzt muss man aber sagen, man kann zu dem Kurs stehen, wie man will und wird ja auch von vielen sehr kritisch gesehen. Aber zumindest in den Umfragen nützt es ihr anscheinend, dass man da so ein kantiges Profil hat. Finden Sie das richtig oder ist das vielleicht auch ein bisschen zu radikal? Na, man muss differenzieren. Schauen Sie, der Herbert Kickl ist der Oppositionsführer, zumindest von der freiheitlichen Seite, im Nationalrat. Ne? Und als solcher ein scharfer, ein eloquenter, ein rhetorisch auch sehr, sehr, wie soll man sagen, aufsehenerregender Oppositionschef von dieser rechten Opposition. Ne? Und er ist natürlich, insofern trifft es auch Oppositionsführer, ist der Einzige, der wirklich Opposition betreibt in seiner Fraktion gegen die Regierungsmaßnahmen. Die anderen sind ja eher auf der Linie, ja, wahrscheinlich doch SPÖ und auch die Neos. Ne? Und das ist das eine. Das andere, wenn man sachlich, das ist der Eindruck, den man auch hat, wenn man sachlich wirklich hinterfragt, was verlangen Sie, was sagen Sie wirklich, ne? Dann schaut die Geschichte anders aus. Der Kickl hat ja nicht gesagt zu den Demonstranten vor einer guten Woche, geht's aus, sie möglichst viel, reißt die Masken runter, pfeift auf den Abstand und, sondern der hat in seiner Aussendung nachzuhören gesagt, bitte haltet euch an alle Maßnahmen, an den Abstand, an die Maskenpflicht, aber lacht es aus, wenn sie euch obrigkeitsstaatlich kommen. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied zwischen Eindruck, den die Medien erwecken, die FPÖ-Kritischen zumeist, und der realen Situation. Ja, ich meine, es kann schon sein, dass es, angesichts der sehr, sehr schlechten Lage, in der die FPÖ war, die ja sozusagen weit oben geschoben hat, die jetzige Haltung eine gewisse Stabilisierung und sogar einen Zuwachs bedeutet. Das ist mir jetzt aber mal ein bisschen egal. Ich stehe nur fest, sozusagen gerade die Linie, die der Herbert Kickl fährt, nämlich die, er ist gegen Lockdown, er ist gegen andere Maßnahmen, gegen das Testen ist er auch, und die Impfung macht da oben und sagt, die Österreicher werden zu Versuchskaninchen gemacht. Da stellt sich natürlich jeder die Frage, ob der ist gegen alles, aber wofür ist der eigentlich? Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Haltung des Justaments, das ist gegen alles, Idee, wie es besser ginge, haben wir aber keine, außer zu sagen, die Pandemie gibt es nicht, aber das tut er ja nicht, weil das wäre ja zu verrückt. Das ist ja keine konstruktive Oppositionsposition. Das ist auch nicht konstruktiv genug, dass die Leute sagen, ja, das ist eine Alternative, weil es ist keine Alternative, es ist nur ein Gemäkel. Die Freiheit ist immer eine Alternative, Herr Miesig. Ja, aber die Freiheit, wissen Sie was? Ja. Sozusagen Freiheit verteidige ich gegen Machthaber, die die Freiheit angreifen. Das ist nämlich eine heroische Haltung. Gegen ein Virus mich hinzustellen, ja, und sagen, okay, du Virus, ich kämpfe für die Freiheit gegen dich. Herr Miesig, ist eine dumme wenn der Haltung. Innenminister Nehammer die Polizei gegen die Bürger mobilisieren will, dann ist das nicht der Virus, die Freiheit gefährdet, sondern der Innenminister. Und da, wissen Sie, schauen Sie, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich bin durchaus in der Lage, bei der SPÖ positive Tendenzen anzuerkennen. Sie haben eine selektive Wahrnehmung, wo es nichts anderes gibt, außer negativ. Ich würde wahnsinnig gern positive Positionen der FPÖ wahrnehmen. Ja, dann wahrnehmen. Bemühen Sie sich das nächste Mal. Ich informiere Sie. Gelegentlich bei bestimmten Themen sozusagen, wie soll ich sagen? Nein, lass Ihnen ein paar Informationen zukommen, dass Sie andere Themen, die gewissermaßen auch betreffend eine Stimme geben, denjenigen, die ungehört sind, sehe ich das sehr wohl. Aber bei dieser Corona-Geschichte finde ich es halt nicht. Ja, das ist aber nicht mein Problem, sondern Bürgerfreiheit ist ein Wert, der unter Umständen höherwertig ist wie Krankheitsbekämpfung. Es kommt drauf an. Meine Herren, vielen Dank. Spannende Bitte. Diskussion. Wir machen eine kurze Werbepause. Dann kommen wir gleich wieder zurück. Geht's gleich heute hier auf OE24 TV.